Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 5. Ihr wisst, das letzte Mal haben wir es gerade noch rechtzeitig zum Boss geschafft. Und ja, es gibt ja keine Pause. Deswegen, ja, jetzt muss ich mich erstmal einfinden. Das Vieh verfolgt mich gerade wie wild. Ja, ich würde gerne die Waffe mal ganz schnell wechseln. So, okay. Ich glaube, wir brauchen da was anderes, ne? Ja, normale... und ich kann nichts nehmen, weil ich voll bin. Okay, aber ich glaube, ich könnte da was nehmen. Nämlich Minen. Gut, dann leg ich das Ding ab. Okay, ich werde das jetzt also... Ja. Ah! Au! Oh, okay. Boah! Hat's mich richtig erwischt, das Mistvieh. Vieh im Red Mode, ey. Ich werde das jetzt mal hier so auf den Weg legen. Ah, ich muss... Das ist so blöd bei mir, dass ich das immer so blöd ausrücken muss. Okay. Ich will mich nach dem Ding umdrehen und dann erwischt es mich. Das ist doch... So, ich habe das jetzt hier, wo ich stehe, gelegt. Und das Vieh muss nur drüber laufen, dann passiert was, oder? Ja. Gut, dann schnapp ich mir die nächsten Minen. Und komm, mein Bruder, komm! Hol das Fresschen, hol das Fresschen! Nein, ist dann vorbeigelaufen, oder? Nee, hat gepasst, hat gepasst. Okay, dann habe ich jetzt hier eins gelegt. Ich weiß nicht, kannst du auch Schaden bekommen? Müssen wir selbst aufpassen? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Wir müssen auf den Schwanz draufrotzen. Der Schwanz, okay. Ah, okay, ja. Da liegt normale Pistolenmuni, ich nehme mal eins mit und... Ah, es kommt, es steht wieder auf, es steht wieder auf. Okay, ich habe hier ein paar Minen gelegt. Wo ich ja, ich sehe schon. Und dann auf den Schwanz. Ah! Boah, das Ding ist gerade geflogen, hat mit dem Schnitt die Mine getroffen. Wie geil. Und ich muss nachladen. So, und da müssen wir drauf ziehen auf diese hässliche rote Krütze. Das. Und hör bei dem Boss mal ein bisschen hin. Das hört sich an, als würde so ein kleines Rädchen quietschen. Ich kann das Geräusch nicht ab. Okay. So. Das Vieh. Ah ja, genau, das soll da weitergehen. Da war doch noch eine Mine von mir. Vorbei, dann vorbei. Kann ich das irgendwie... nochmal herlocken. Hey, komm her. Ja. Hierher. Nein. Aha, ausgeschmiert. So, ich komme wieder. Ich komme, ich komme. Ja, es kommt. Oh, schnell. Geh da drauf. Geh da drauf. Gott. Es hat Boom gemacht. Und es liegt. Yay. Und wieder schön mit der Shotty dran. Na komm. Tu dir einen Gefallen und stirb einfach. Okay. Ich wieder... Schöner Boss. Ach, das haben wir aber richtig gut reingefetzt hier. Richtig geil. Oh ja. Schön, wir haben alle beide den A-Rang. Okay, schöne Sache. Das lief doch mal super. Ja. Ende des Kapitels 2.2. Direkt weiter, oder? Ja, ne, wir haben ja erst angefangen, den Part. Von daher hauen wir noch rein, ein bisschen. So, kommt jetzt Kapitel 3.1 oder 2.3? Werden wir gleich sehen. Nicht. So, verwalten wir erstmal. Ich werde die Mine mal rausnehmen. Oder möchtest du eine Mine haben? Nee. Granaten mag ich, aber Minen weniger. Hm. Weil man die erst immer legen muss, Gegner drauf locken und... Nee, lieber einfach werfen, gut ist. Hm. Genau, ja, sehe ich genauso. Ich habe leider nur einen einzigen Schatz gefunden, das war's schon. Ja. Nee, die will ich nicht haben. Ich werde mal Sniper ablegen, weil... Ich will mich auf 3 Waffen beschränken, den Rest wird für anderes Zeug übrig haben. Aber da ich nicht zoomen kann, werde ich meine Sniper jetzt auch rausnehmen. Oder warte mal, wenn ich... oder ich leg die Shotgun ab, wenn einer von uns nur die Shotgun hat. Die Shotty, die habe ich auf jeden Fall dabei, ja, die habe ich auch schon aufgetunt, deswegen... Dann werde ich die Sniper behalten. Okay. Dafür die Shotgun ablegen. Gut, ich kann dir Gewehrmunition geben. So. Gibt einfach alles. Okay. Jetzt dahin? Kann ich da noch was verbessern? Mal schauen. Ah, den Schaden noch höher machen für 3000, aber gerne doch.
So, mehr geht nicht. Ladegeschwindigkeit, kritische Treffer hätte ich schon noch gern. Das reicht auch. Ah, sehr, das wird eine geile Shotty jetzt. So. Okay, gut. Ich glaube, kann ich mir jetzt eh nichts mehr. Heilung Hammer. Ich pushe immer gerne die Kapazität. Das ist immer ein Vorteil. Dann noch was. Feuerkraft reicht eigentlich. Ach komm, passt so. Willst du ein Hilfespray noch kaufen, oder? Nee. Okay. Ich brauch keins. Gut. Dann haben wir's. Dann haben wir's. Ach, schöner Boss, ey. Ich hatte noch nie so leicht in Erinnerung. Ja. Vor allem, weil das Design auch so schön individuell war. Das ist ein toller Boss. Richtig gut. Ne? Zwei, drei. Okay. Tough break. Yes, but there will be other opportunities. Sheva to headquarters. This is headquarters. What's your situation? There's a high probability that Irving is on his way to an oil field in the marshlands. We're rejoining Delta Team and heading there now. Understood. We got company. They don't let up, do they? Oh, yeah. Party! Daran erinnere ich mich noch. Ja, los geht's. Warum schieße ich nicht? Ich kann auch nicht schießen. Ah, jetzt. Quadrat, ja. Okay, okay, okay. Okay. Du hast auch so ein Maschinengewehr, ne? Also, wir haben das gleich. Ah, ja. Okay, okay. Quicktime, Rot. Action gepaart mit. Ja. Ach so, ich bin über. Unter dir. Ah, jetzt sehe ich dich. Weil ich gerade sehe, dass die Schüsse über mir angeflogen kommen. Es macht Spaß. Oh, Tracker. Wo muss man eigentlich den Tracker, dass der kaputt geht? Ich weiß gar nicht. Einfach. Oh Gott, der ist schon kaputt. Darauf. Taktik, was ist das? Ich versuche immer auf Fahrerhäuschen oder auf den Tank an der Seite zu zielen. Okay. Ah, das ist schon richtig geil. Sich mit dem Leuten auf der Ladefläche aufzuhalten. Suche, ne? Ach, wie sie fliegt. Wie sie einfach runterfallen von ihren Motorrädern. Oh. B. Ich war ein bisschen spät, aber ich glaube, es hat noch gepasst. Sehr schön. Kontrollpunkt. Sehr gut. An sich mag ich das Kapitel ehrlich gesagt nicht so, weil irgendwie doch dann nur stumpfes Ballern ist. Ja, im Grunde schon, ne? Ah, ich komme nicht an jeden ran. Oh, da fliegt eine Axt, okay. Ah, Molotov! Wie geht es eigentlich, also du fährst und wirst im Fahren was nach vorne und es geht, hält die Fahrgeschwindigkeit. Wie geht das? Ja, ne? Gott. Na Gott, Videospiellogik for the win. Ja, darf man in diesem Spiel nicht suchen, sollte man Oh, jetzt bin ich überhitzt. Ja, dank der Überhitzung konnte ich mich wenigstens auf das Quicktime-Event konzentrieren. Oh, jetzt ziehen sie wieder. Ja, Fahrzeug geht's gar nicht gut. Rechts und links. Verdammt, okay. Wo machst du? Ich bin links. Okay, dann gehe ich rechts rüber. Oh, ist das mies. So, weg mit euch. Komm. Nein, schon wieder überhitzt. Nein. Lass mich schießen. Ja. Gott, kassiert ordentlich hier. Wow, ich glaube. Wir sind tot. Oh, shit. Okay. Machen wir nochmal. Wir hatten ja einen Kontrollpunkt dazwischen. Okay. Generell fest, wenn zu viel los ist, ich links, du rechts. Okay. Gut. Auch wenn es cool ist, irgendwie mag ich das Kapitel trotzdem nicht. Es ist einfach nur stumpfes Ballern. Ja, im Grunde schon, ne? Ray-Shooter. Ja. Da mag ich Dark Side Chronicles bei Weitem lieber. Das stimmt, ja. Da hat man auch schöne Momente wenigstens gehabt, um was zu suchen. Mensch, der dumme Truck, endlich ist er down. So, jetzt kann ich dir ein bisschen mithelfen. So. Und jetzt sehe ich auch... Das Dingens da darf nicht rot überlaufen, ansonsten kommt die Überhitzung. Okay. So, jetzt kommen sie von beiden Seiten. Okay, ich bin wieder links. Ja, da sind sie schon. Schweine. Ich kann nicht weiter nach links. Bin schon. Wenn uns alle Fahrer mal schneller fahren würde. Ne? Bräuchte man einen dritten Spieler jetzt. Der hat hinter uns auch ein bisschen bearbeiten. So. Da ist noch einer.
Noch einer. So, und jetzt Fahrerhäuschen. Ah, die sind aber ganz schön gebungert. Hab ich ihn? Nee, noch nicht. Ich hab meinen. Meiner fährt noch, aber auch wenn keiner mehr drauf ist, doch einer. Ah, jetzt. Explodiert. Schön. Naja. Oh, ich glaube, ja, diesmal läuft das deutlich besser. Okay, ich sag jetzt. Wie schief dann schießen irgendwie? Ja, so ein bisschen. Merkt man, dass ich mich über das Kapitel lustig mache? Ja, halt, ja, Mohund 2.0, ne? Ja. Kontrollpunkt, ey. Wow. Oh, hi. Okay, ich... Ah, ich Fässer. Da ist noch was. Immer schön auf die Fässer. Ready to rumble. Achso, die Leute müssen auch noch dran glauben. Okay. Hinten ist noch was? Komm, Leute. Lasst's einfach. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Ich hab noch ein paar Körner. Kabooms. Und weiter geht die Actionfahrt. Yay! Oh, und Sonnenuntergang. Oh, es wird schon dunkel. Mensch, ich will schlafen. Okay. Truck! Meiner Seite ist nichts, dann helfe ich mal aus. Hi, Leute. Was geht? Oh, was für eine wackelige Fahrt gerade. Einfach feste Triff. Voll, ja. So, ist links was? Nö. Hui. Für was? Hi. Oh. Die Rockerhaudis sind wieder da. Ja, sowas konnte man halt damals mit Zombies nicht machen. Ja. Aber ey, mit solchen Infizierten, da geht das halt. Also ja. Magini heißen sie. Ja, okay. Das haben wir ja im Grunde ganz gut gemacht. Ja. Oh. Die schlafen nur. Gott, der zweite Boss in diesem Part. Was ist los mit euch? Okay. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie man das... oh Gott. Vergrößern, verkleinern, was ich nicht kann? Na super. Ich kann doch den Analog-Stick nicht benutzen. Egal, einfach drauf. Elgigante 2.0. Yay. Mit Bart diesmal. Immer schön in die Fresse. Ups. Aha. Jetzt wäre es fast vielleicht besser gewesen. Okay. Das ganze... Zeug, was aus dem raushängt, abschießen. Okay, dann machen wir das mal kaputt hier. Oh, drüben stehen ein paar Leutchen. Mhm. Nee, lass den Stein mal. Nee, nee, komm. Das aufhalten. Auf den Stein? Oh, ja. Wir können den zerschießen. Okay, gut. Nächstes Mal weiß ich es. Wenn das nochmal machen sollte. Oh, was.
Wir müssen das ganze Zeug was aus dem Raus wegfahren. Genau, genau. Aber den Fuß muss man auch abwehren, also das ist Nahkampfattacke sozusagen. Okay, eins ist. Den Fuß habe ich gut im Schutzfeld, ich schau direkt rein. Okay, ich habe das kleine Ding kaputt. So, nu? Aha. Hey, das große Ding. Hauptstamm! Und drauf! Jetzt müssen wir das machen wie Leon in Teil 4 mit dem Hochrennen an dem Ding und das Ding messern. Ja, das wäre geil, ne? Ja, aber nö, wir müssen ja hinter dem Ding hocken bleiben. Ey, stell dir mal vor, so alle resistieren, gigante Fight, nur mit 200 Bohnen! Shit, okay, da war ich nicht drauf vorbereitet, dass das jetzt kommt. Okay. Abkühlen und dann rein. Na komm, dreh dich mal wieder. Oder bitte. Wie man mit dem Kopf zuckt, wenn man drauf schießt. So. Oh nö, schon wieder so viel Zeuche an dem Kerl. Oh shit! Wow. Immer dieser blöde Kick-Timer, wenn der kotzt mich an. Ja, das sind Backpfeifen. Oh, was will er denn? Immer ganz cool bleiben. Aus der Perspektive habe ich den noch gar nicht gesehen. Ich kenne den. Diesmal habe ich es gedrückt. Ja, diesmal haben wir es geschafft. Oh, meine Fresse. Ja, das stellt mir als Chef auch richtig geil vor. Das kennt man noch gar nicht so. Ja. Ich muss sagen, die Perspektive ist sogar fast besser. Cool. Ja, Leute, wie gesagt, schaut doch mal bei Slayer rein. Komm, das muss doch gleich down sein. Dieses eine, da schieße ich schon ewig lang drauf. So, jetzt. Und jetzt? Du Babsack. Was? Du kleiner Babsack, ey. Nochmal? Ja. Komm, den schaffen wir noch. Muss doch sein hier. Zum Glück haben wir unendlich Munition. Richtig. Da muss man uns keine Sorgen machen. Zu Fuß wäre mir der Kampf trotzdem lieber gewesen. Ja, ein bisschen weglaufen können und so, das könnte was, ne? In Resi 4 rumlaufen. Den durch die Beine durchlaufen, zu zweit. Ja, das wäre geil. Das stimmt mir richtig cool vor. So, kommt dein Rotz? Ja, er kommt. Okay, mein Freund. Zwei Stück. Das Rotz. Das. Ah, aber das. Na, nichts gebracht. Ja, wo gehst du denn hin? Ist noch nicht fertig. Ach ja, jetzt wieder ein Steinchen. Jetzt will er Bowlen spielen. Ja, und jetzt schön auf den Stein. Wow. Boah! Ah, dich hat's getroffen anscheinend. Shit. Hab mich jetzt erwischt. Nee. Lass den Fuß mal stecken. So schön ist er nicht. Nee. Der hat Fußpilz. Definitiv nicht. Zum Glück kam ja kein Geruchsfernsehen. Geruchs-YouTube, die neue Stufe. Besser nicht. Dann steige ich aus und war's das. Dann schön eklige Horrorspiele spielen mit viel Verwesungsgeruch. Ja, oh Gott. So, schön drauf da. Phase 2. Haxen unten lassen. Der Zahnlücke merke ich jetzt erst. Süß. Waren bestimmt wir. Eine Zahnlücke, wie geil! Schöne Details, ja. So, und da sprießen wieder die Mistdinger aus ihm. Sehr gut. Na komm, das eine muss doch langsam. Nee. Okay, eins habe ich. Boah, das mit Luft klappt auch in letzter Zeit. Sehr schön. Und das Ganze oben komme ich fast gar nicht ran, ey. Ist auf der Schulter. Okay, dann sollte ich mich vielleicht um das kümmern, okay. Was macht dann jetzt? Erst Bowling, dann Baseball, oder Junge, was? Junge! Nee, das wird wieder ein Quicktime, das wird ein Quickie. Jo, passt. Ja, für ein Quickie immer zu haben, ne? Ja. Das hat er von oben ausgeholt. Ging ja nochmal gut. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, die Leiche am Gürtel hängen. Wenn man es aber gewöhnt ist, geht. Ah, dieses Mal rocken wir das Ding. Irgendwann beim zweiten Mal, dann klappt's. Dabei heißt es doch, alle guten Dinge sind drei. Irgendwas machen wir falsch. Mal gucken, ob er sich das auch sagt und ob er eine Phase 3 hat. Meint so. Ach, langweilig. Das müsste ihm doch wirklich langsam zu blöd werden. Er hat doch nichts davon. Immer schön in die Fresse. Anstatt dass man einfach den Wagen nimmt und sich durch die Gegend wirft. Ja, ne?
Eigentlich hätte es so einfach, uns zu killen, aber nö. So, komm. Ist mir so doof, die nächsten raus. Was macht er denn jetzt? Oh, wieder vier. Okay, ich mach ihn auf der Schulter. Okay. Wow. Gott. El Gigant setzt Schockwelle ein. Ja, ich bin daneben. Komm. Nein, Fuß, lass dein Fuß. Oh, und schön, schon zwei kaputt, yay. Wir so langsam reicht's mal. Hier. Komm schon. Jo, ist gut. Okay, wir müssen mal raus, jetzt wird der Kampf langweilig. Könntest du was Neues anfallen lassen? Oder im Zweifelsfall einfach mal sterben. Ja, das wäre auch mal eine super Option. Na, wie wär's? Nö, Baseball hatten wir schon, Murmeln auch. Oh, wir sind von oben. Okay, nur noch eins. Und wir haben's. So, aber wenn jetzt noch eine Phase kommt, kotze ich ab. So, mein Großer. Hey, das hat Platsch gemacht. Gerade einen Spruch bringen. Josh. Sheva, you don't have to do this. You can still back out. What about you? I've got a personal stake in this. A personal stake? Chris, look around. We should both get the hell out of here. I'm not here just for the mission. What are you talking about? A while back, I received some intel that my old partner was still alive. At first, I didn't know what to think. But when I saw the data file from Delta Team, I knew for sure. Jill is still alive. That woman in the data file? Are you even sure it's the same person? We were partners. I'm sure. Wait! Wait! You're not going alone. Richtig, wäre auch langweilig. Ja. I don't have much time. I have to find her. I'm going with you. These are my people that are dying here. Are you sure about this? A second ago, you were ready to cut and run. I can't just turn my back and walk away. There are no more orders from here on in. It's just us. We are partners. To the end. Now let's get moving. Copy that. Oh yeah, darauf freue ich mich schon. Yay, Bötchen fahren. Doch das werden wir erst dann im nächsten Part und somit auch im nächsten Kapitel feststellen. Gut, wir werden jetzt noch ein bisschen shoppen und so, damit das Ganze gespeichert ist. Sie können die Akte Pacini im Archiv einsehen, okay? Das Archiv! John, wirklich! Das Spiel, es ist wie ein Resex. Das Spiel erzählt irgendwie nur die halbe Story im Archiv, denn ja, der Rest. Es ist so fies, ne? Man muss alles nachlesen, wenn man Story hören will. Leute, ich will es nur erwähnt haben, Leute, wenn euch die Story von Resi 5 zu dünn vorkommt, lest das Archiv. Da wird viel aufgeklärt. Ah. Wollte ich nur erwähnt haben. Irgendwie schade. Naja. Ach ja. Man kann es nicht ändern. Ja. So, ich glaube, so großartig können wir jetzt nichts machen, weil ich habe erst getuned und gekauft. Gucken, wie viel Geld habe ich. Nee, da geht gar nichts. Ich habe noch ein paar Schätze, wenn ich die verkaufe, gilt das dann für uns beide, oder? Ja, die kannst du ruhig verkaufen, also die kriegst nur du. Ich habe meine schon verkauft. Ach so, okay, ich habe meine alle noch da, okay, na dann. Na, hau raus, weil... Nee. Nicht? Na gut, freut sich. Auch nicht. Wollte ich eventuell Solly, die durfte ja noch nie einkaufen, wie es das Schicksal bisher so wollte. Aber Leute, wie gesagt, wir sind jetzt in Kapitel 3
und ja, wir gucken uns jetzt noch an, wie das anfängt, und dann werden wir aufhören, und nächste Woche geht's dann mit Kapitel 3 weiter, entweder mit Slayer oder, wie gesagt, Zolli kriegt noch ihre 3 Parts. Ist keine Sache. So. Okay, ich habe gerade beschlossen, dass wir diese Sequenz erst im nächsten Part sehen. Ich werde das jetzt noch schnell reinkarten, denn wir wollen uns natürlich noch verabschieden. Das nächste Mal also, Freunde, geht's weiter mit Kapitel 3.1. Freut euch drauf. Und ja, das hat richtig gut Spaß gemacht. Ich freue mich schon, wenn es weitergeht. Mit wem auch immer. Bis zum nächsten Mal. Und mein Koop-Partner hat die letzten Worte. Ja, John, hat auch unglaublich viel Spaß gemacht, mit dir zu spielen. Hatte ich Laune gemacht. Ist auch gut gelaufen. Und ja, Solly, viel Spaß im Sumpf, wenn du übernimmst. Ansonsten, ja, Leute, bleibt dran und ciao.